Ich sitze hier mit ein paar ganz, ganz tolle, alte, neue Bekannte von Club Rotation Scooter. Booyaka! Booyaka! Wicked! You're my main man! Wir haben was geübt, aber es ist ein bisschen schief gegangen. Meine Emotionen kamen so hoch. Okay, schön, dass ihr natürlich wieder da seid. Lange her, wo wart ihr? Das stimmt. Wir haben uns die ganze Zeit ausgeruht. Wir haben eigentlich gar nichts gemacht, nur gefaulenzt. Waren ein bisschen im Studio ein paar Tage. Ansonsten haben wir eigentlich nur rumgesessen und haben die neue Single gemacht. Das können die machen jetzt, ne? Jedes Song geht Top 10 und nach die 100. Song, naja, wir machen erstmal gar nichts. Und wir gucken erstmal, ob die Album überhaupt irgendwann fertig ist. Nein, wir haben ein paar Projekte gemacht. Das eine war Retty, wie ihr wisst. Retty. Okay. Retty, ja, genau. Stimmt. Wie hießen die Nummer noch? Sunrise. Emma, ja. Genau, Sunrise haben wir gemacht. Retty. Jetzt haben wir die neue Posse, I Need You on the Floor. Das haben wir erst veröffentlicht unter dem Namen Guess Who? Also rate wer. Nee, weil du weißt ja, einige DJs mögen nicht so gern, wenn da Scooter draufsteht. Die denken, das ist zu kommerziell. Deswegen denken wir uns immer andere Namen aus. Retty war? Ja, Retty war auch gut. Aber hätte da Scooter gestanden, hätten viele auch gesagt, das ist zu kommerziell. Warum eigentlich? Ist das nicht doof? Hört man nicht erst die Song zu und dann... Aber bei den DJs ist ja so, wenn die Platten sehen, steht da erstmal drauf Scooter und dann ist es für viele so, oh, da sind da halt so viele Vorurteile. Aber woher kommt dann denn der ganze Erfolg, wenn die DJs es nicht spielen? Ja, das ist halt clubmäßig, haben da halt die DJs immer Probleme. Warum auch immer. Booyaka, wicked, you're my main man, yes. Genau, okay, jetzt. Keine Pauses mehr. Euer eigenes Label läuft auch gut, oder? Kommt, ja, läuft, also Contour läuft super geil. Ja, eure eigene Ding da. Ja, und Sheffield Tunes, da veröffentlichen wir ja nur ausschließlich unsere eigenen Sachen bislang. Ah, keine Künstler, die da gesigned. Weißt du noch, was wir ja darüber Contour gesprochen haben? Ja, ja, dafür haben wir ja Contour und wir sind ja von Natur aus. Wir sind ja von Natur aus etwas faul, deswegen schaffen wir nie mehr als unsere eigenen Sachen und ab und zu noch mal ein Projekt. Kann sein. Kein Problem. Sommer. Wir treffen uns immer auf Mallorca. Aber habt ihr noch andere Pläne, was dieses Jahr noch passieren soll? Also ich denke mal, wir werden noch ein paar Festivals machen, auf jeden Fall im Sommer. Welche genau, weiß ich im Augenblick noch nicht. Ich spiele ganz... Ja, auf jeden Fall. Wir spielen auf Festivals. Wir sind auch wieder auf Mallorca dabei. Normaler Gang. Mann, das ist hier so laut. Ich verstehe mein eigenes Wort nicht. Vielleicht musst du schreien oder vielleicht lieber nicht. Ja, okay. Okay. Nein, erzähl. Mallorca, auf Tour, Festivals. Website, Homepage, erzähl, ja, wir haben eine neue Website, die heißt scootertechno.com. Also neue Homepage haben wir auch. Neue Homepage haben wir auch. Und ein neues Album, das kommt im Juni raus. Das heißt We Bring the Noise. Das kenne ich, dieses Spruch. Der Titel sagt alles. Ja, We Bring the Noise, absolut. Ja, deswegen. Also nichts für Weicheier, das ist richtig auf die 12. Genau. Wie gewohnt, der alte Sound. Und ja, ansonsten geht's uns alle gut. Alles klar. Booyaka. Scooter in the house. Wicked. Warte, nochmal. You're my main man. Yes. Respect to you. Booyaka. Ja, yeah. Okay. Alles klar. Respekt an Scooter auf jeden Fall. Wir sehen uns im Sommer wieder. Auf jeden Fall. Neue Single. Don't forget to go and check it out. Okay? Absolute durchgeknallte Hamburger. Yes, ich spreche natürlich von Scooter. Sie waren lange nicht mehr bei uns in die Sendung und die haben schon ein paar ganz große Pop-Hits gehabt. Aber jetzt sind die back to basics, back to the clubs, back at Club Rotation. Hier sind für euch Scooter. Enjoy.